euch zu einem weiteren neuen Video von mir. Das macht jetzt Sinn. Ich wollte nach langer Testphase, wollte ich endlich mal die Review zur Morphe Jaclyn Hill Palette mal abdrehen. Das ist diese hier. Ich finde die Verpackung wahnsinnig schön. Hinten, also wie von vorne, wie von hinten. Ich finde die einfach nur genial. Und es war ja vorher richtig schwer, seine Finger da dran zu kriegen, weil Morphe ja nicht nach Deutschland geliefert oder liefert. Und es ging irgendwie überhaupt nicht. Und dann kam die ja zu Beauty Bay. Das war, glaube ich, Ende September. Und das war richtig ein Struggle. Meine Güte. Also ich habe versucht, die zu kriegen. Es hat irgendwie nicht geklappt. Immer beim Bezahlen ist es abgestürzt. Also wenn, wo ich das bezahlen, wo ich das abschließen und bezahlen wollte, ist es zusammengebrochen. Und das war dann ein paar Mal hintereinander so, dass ich mir gedacht habe, hallo, geht's noch? Dann ist die Seite zusammengebrochen, dann ging gar nichts mehr. Dann musste man sich ein Ticket ziehen. Da hat es dann auch nicht geklappt, weil immer, wo ich dann auf Bezahlen mit PayPal gegangen bin, hat sie es aufgehängt. Also das war absolut scheiße. Dann habe ich die natürlich nicht bekommen. Dann war die out of stock. Ich so, geil, jetzt ist sie ausverkauft. Ja, keiner wusste, wann der Restock kommt. Aber die haben dann gemeint, im Oktober, also jetzt, also quasi im Oktober, jetzt haben wir ja November, ist der Restock. Das war dann am 12. Oktober, war der Restock. Aber dann war ich natürlich zeitnah dran. Und ich konnte dann, Gott sei Dank, ohne Probleme eine ergattern. Und ich so, juhu. Da habe ich mich richtig gefreut. Allerdings habe ich gedacht, dass ich sie nach 3-4 Tagen hätte. Aber Hermes hat sich gedacht, ich lasse mir noch etwas länger Zeit. Dann war die erst nach 7 Tagen da. Naja, das war wirklich ein Marathon, bis die bei mir angekommen ist. Aber ja, es lohnt sich einfach. Und da steht noch ein Spruch von der Jaclyn Hill drauf. This palette is dedicated to all my loving subscribers. Finde ich total nett, dass das da steht. Ist süß auf jeden Fall. Und das sind die 35 Farben. Also ich finde das einfach total gelungen, weil da für jeden was dabei ist auf jeden Fall. Über Braun, über Grün, rötliche Töne, Schimmertöne, matte Töne, Lila, ein Blau, ein Grün. Ja, also es ist wirklich für jeden was dabei. Man kann dezente Looks damit schminken, man kann auffällige Looks damit schminken, man kann es bunt machen auch. Also wenn man jetzt nur diese Farben hier benutzt. Ja, Bronze Make-up, Ari, Cranberry, das ist so ein Cranberry-Ton. Also ich finde die mega, mega schön. Echt. Und wie gesagt, 35 Farben. Die hat jetzt 42 Euro gekostet. Die normalen Morphe-Paletten kosten so zwischen, ich glaube, 21 und 25 Euro jetzt bei Beauty Bay. Bei dem Make-up-Spot kostet eine, glaube ich, jetzt 29,95. Und bei der Palette ist so klar, die Verpackung ist anders. Logisch. Dann habe ich gehört, dass die Farben wohl mit einem neuen Maschine eingestanzt worden sind und deswegen der Preis. Keine Ahnung, aber ich denke mal nicht, dass sie die nach der ganzen hier wegtun. Aber der Preis ist auf jeden Fall noch im Rahmen, finde ich. Es geht, man hat wirklich viel Auswahl an Farben. Und ja, und jetzt swatche ich mal ein paar schimmernde und ein paar matte Töne. Ich würde mal sagen, ich swatche mal die drei hier. Und dass ihr mal seht, wie schön die sind. Ja, das sind hier diese schimmernden
Töne, ich finde die mega und ich habe ja immer noch genug am Finger. Also, das sieht so schön aus auf dem beweglichen Lied. Habe ich ja auch schon getragen. Dann diesen hier, diesen Kupferton. Das ist so geil. Wahnsinn. So, dann habe ich hier noch drei matte Töne in dieser Reihe. Hier. Diese drei matten Töne hier. Oh ja, das ist auf jeden Fall eine Farbabgabe, die sich gewaschen hat. Nochmal diesen rötlichen Ton mit. Das sind hier die matten Töne, also auch der absolute Knaller, finde ich. Also, da kann man echt nichts sagen. Dann swatche ich noch die vier bunten Farben hier unten. Die muss ich unbedingt mal zeigen, weil die wirklich wahnsinnig toll knallen. Ich muss mir kurz mal die Finger säubern. Oh ja. Guckt euch bitte diese Farbe an. Das ist der absolute Knaller. Das ist eine Pigmentierung. Das ist der absolute Reißer, wirklich. Also, gerade noch dieses Dunkle hier. Oh, oder dieses Braun. Alter, richtig schön. Ich sag's ja. Oder dieser schimmernde, bräunliche Ton. Also, ich sag ja, die matten Töne sind gut pigmentiert. Die schimmernden Töne, also man hat schon Pigmentierung da, also so ist es jetzt nicht. Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig toll und ich bin sehr, sehr begeistert. Und jetzt gucken wir, sage ich euch mal, wie die auf den Augen so performen. Und ja, dann zoome ich mal näher, dass ihr das auch verfolgen könnt. Ich noch so ein bisschen näher ranziehen, so. Ich denke, so kann man es gut sehen. Dann nehme ich die Palette zur Hand und dann gucken wir mal, was wir da Schönes zaubern können. Dann nehme ich mal so einen Pinsel von Zoeva und dann gucken wir mal, was wir als Transition Color nehmen. Da würde ich erstmal diesen matten Ton hier nehmen. Diesen. Leider haben die jetzt keinen Namen, aber ich meine jetzt die neuen Paletten von Morphe, die sind überarbeitet haben, die haben jetzt Namen. Guckt mal, wie gut es pigmentiert ist. Also da hat man auf jeden Fall gleich was auf dem Auge. Das ist schon echt der Knaller. Also auf jeden Fall lohnt sich da der Griff auf alle Fälle. Auch wenn die Versandzeit etwas lang war. So. Sehr schön. Dann überlege ich gerade, was ich noch nehmen könnte. Noch ein bisschen. So. Genau. Dann überlege ich gerade, was nehme ich? Ich überlege. Ich nehme ja diesen leicht bräunlichen Ton. Vielleicht mache ich so ein. Ja, ich überlege. Ja, es ist schwierig gerade. Mit den Farben, ich weiß gar nicht, was ich hier nehmen soll. Oh Mann. Aber ich habe schon sowas. Ja, ungefähr. Frosch im Hals. Was im Kopf, so ein bisschen. Ja, auf jeden Fall sind die prächtig pigmentiert. Also da kann man wirklich nichts sagen. Da hat man wirklich
Ja, was für sein Geld bekommen. So, dann habe ich hier noch so einen dunklen Braunton. Mache ich jetzt ein Halo-Ei oder nicht? Ja, das ist jetzt die Frage. Ja, ich bin noch unentschlossen. Man sieht's. Ich nehme diesen bräunlichen Ton hier nochmal. Hier nochmal. Ja, ist auch das Deutsch. Dann gebe ich mir das so ein bisschen außen hin. So. Warum habe ich jetzt hier verschmiert? So. Dann tut man das wieder schön verblenden. So, jetzt nehme ich einen anderen Pinsel. Dann nehme ich jetzt den. Und dann gehe ich. Ich glaube, ich nehme diesen Cranberry-Ton. Ich mache mir doch ein Halo-Eye. Dann nehme ich diesen Cranberry-Ton. Ich denke mal, dass das Cranberry ist. Ich komme hier die ganze Zeit an die Kamera. Mano. Einstellung ist gerade echt zum Davonlaufen. So. So. Und das tue ich mir dann als Halo Eye hier so auf mein Auge. Ja, also ich sag ja, die performen so schön auf dem Auge, das ist echt der Knaller. Aber ich wollte da doch nichts in meinem Innenring gehandelt haben. Nee. So. Okay. Jetzt mache ich den Pinsel auch schön sauber. Ja. Okay. Dann brauchen wir ja noch was für die Mitte, dass das noch so ein bisschen strahlt. Dann nehme ich diesen. Ja. Ist das ein Rose Gold? Das hier? Ja, das müsste so ein Rose Gold sein. Habe ich auch vorhin hier auf der Hand geswatcht. Diesen Rose Golden Ton. Und den tupfe ich mir auf die Mitte. Jetzt bin ich in die falsche Farbe gegangen. Jawollo. So, und das gibt dann einen schönen Effekt. Ja. Für den unteren Wimpernkranz nehme ich. Ja, ups. Nehme ich dieses Tönchen da, also dieses. Oh, mein Gott, mein Kreuz. Die Haltung ist nicht gut. Und dann tue ich mir das einfach an den unteren Wimpernkranz. So. Genau, jetzt brauche ich noch irgendwas für den Innenwinkel. Und da gibt es nämlich auch schöne Farben. Ich verblende hier oben nochmal die Kanten. Ja, dann nehme ich diesen Ton hier für mein Inner Corner Highlight. Sagt man ja so. Innere Augenwinkel. So. Und das ist richtig, richtig schön. Ja, genau. Das fetzt. Ja. Ihr seht, man kann damit wirklich
wirklich, wirklich, wirklich sehr schöne Looks kreieren. Also der gefällt mir jetzt richtig gut. Ja, ich wusste zwar am Anfang nicht, wo ich hin will, aber ich habe es irgendwie doch geschafft, dass ich ja, wusste, wo ich irgendwie hin will. Genau. Also die zoome ich euch gerade noch mal ein bisschen raus. So. Ja, jetzt das, gucken wir mal. Lidstrichmäßig. Ja, das passiert leider öfter. Von CAT London, diesen Fierce Flicks Flick Eyeliner. Ich kann das irgendwie nicht aussprechen. Der war, wo habe ich in den? Ach, der war in der Glossy Box. Jetzt war ich gerade verwirrt. Und der gleitet wie Butter, wie so ein Buttermesser durch die Butter, wirklich. Richtig toll. Richtig toll. Es gibt ja Eyeliner, die malen ja überhaupt nicht, ne? Ist ja auch. So. Okay. Das wäre das. Dann brauche ich noch was für meine Wasserlinie. Und dass ich die noch verstärke. Das muss ja sein, auf jeden Fall. Was nehme ich denn da? Was nehme ich denn da? Man hat so viel und kann sich nicht entscheiden. Ja, dann nehme ich den von Trended Up, diesen Contour Gleitkajal in der Farbe 020. Ja, soll langhaftend und wasserfest sein. Ja, es ist okay, aber wasserfest, ja. Ich glaube, das unterschreibe ich lieber nicht. Wasserfest. Ich finde, der Mal. Irgendwie mäßig. Ich muss da voll oft drüber gehen. Ja, ist halt sehr, sehr dezent, aber der sieht so dunkel aus und ist es gar nicht. Ist gar nicht so arg dunkel. Naja. Ich muss dann mal nach was anderem gucken. Das hat mich noch nicht so zufriedengestellt. So, dann habe ich in meiner Mascara-Sammlung gekramt und habe diese Catrice Glamour Doll Curl in Volume Mascara Ultra Black and Curl gefunden. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt im Sortiment. Die kam wohl mal raus. Wann weiß ich jetzt auch nicht. Die lag jetzt ewig da. Ich wollte mal wieder einer Catrice Mascara eine Chance geben. So ein Bürstchen hat die, also so ein geschwungenes, weil ich mit Mascara von Catrice eigentlich gar nicht so klar komme. Aber ich wollte mal wieder einer eine Chance geben. Und da ich die jetzt gerade eben in den Fingern hatte, weil ich den Schrank aufgemacht habe, dachte ich probiere es jetzt einfach nochmal, weil ich in der Vergangenheit wirklich immer Pech mit Mascara, ich meine Güte. Also irgendwie. Habe ich Gefühl, die gibt kaum was ab hier.
Oder bin ich jetzt blöd? Die ist sehr trocken. Ist okay, aber das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ja, die ist komisch. Wie ist die eingetrocknet? Oder ich weiß auch nicht. Oder ist die so trocken? Also so richtig überzeugt die mich jetzt auch nicht. Ich meine, die sind zwar getuscht jetzt, aber irgendwie merke ich jetzt davon gar nichts. Ne, also die fällt komplett durch. Das finde ich ja irgendwie gar nichts. Dann macht man was auf die Dinge und dann fühlt man, als hätte man gar nichts drauf. Das ist total komisch, die ist so sautrocken. Ne, da tusche ich nochmal drüber. Mit der Hypnose Volume Apporté von Lancôme, diese Probegröße, die ich in der Glossy Box hatte. Ah, tusche ich damit nochmal drüber, weil das irgendwie mich jetzt nicht wirklich so überzeugt hat. Also überhaupt nicht. Nee. Ja, jetzt ist besser, oder? Also, nee. Also die finde ich gar nicht gut. Die entsorge ich. Mm-mm. Das war gar nicht gut. Also so trocken, da kommt echt kaum Produkt raus, habe ich das Gefühl. Da denkt man, da hängt voll viel Produkt drin und dann ist es total trocken. Was ist denn los? Verstehe ich nicht. Das ist wie, als wenn man sich mit nichts tuschen würde. Also ich werde die noch ein paar Mal ausprobieren und wenn das dann immer noch so ist, dann kommt die echt weg, weil das sehe ich gar nicht ein. Ich bin mal gespannt, ob die bröckelt, ne? Weil wenn die bröckelt, dann fliegt die sowieso raus. Wahnsinn. Mein Gott. Übel. So, meine Lieben, jetzt sind wir am Ende des Videos angekommen. Ich bin echt begeistert, wie gesagt, von der Jaclyn Hill Palette. Also wirklich, also die ist echt toll. Man hat, wie gesagt, 35 wunderschöne Farben, die echt toll pigmentiert sind. Man kann sich da austoben und ihr seht, von der Pigmentierung ist es wirklich der Oberklatscher. Also ich kann die auf jeden Fall empfehlen. Ich finde die echt, echt gut und ja, ich glaube, das lohnt sich mehr wie eine, wie heißt das, Violet Voss, weil da habe ich gehört, dass das wohl dieselben Inhaltsstoffe sind wie Morphe. Also es ist quasi wie eine Morphe-Palette, nur dass die eben teurer verkauft wird. Und das ist schon echt eine Frechheit. Also da kauft man sich dann lieber sowas und hat auch Qualität. Ich sage jetzt nicht, dass das andere jetzt keine Qualität hat, aber ich finde es halt so teuer, wenn man davon kopiert, das dann teurer verkauft, als diese hier sind. Also finde ich nicht in Ordnung. Deswegen ja, kann ich die guten Gewissens empfehlen, weil die ist wirklich gut. Und ihr seht ja, das Augen-Make-up ist sehr, sehr gut geworden. Also mir gefällt es. Okay, dann entlasse ich euch aus dem Video.